Mit dem nächsten Beitrag aus dem Burgenland haben wir alle hier sehr genossen. Auch mit Überraschung, das gebe ich zu. Der griechisch-orthodoxe Mönch erzählt uns die Geschichte von ihm und seinen Kollegen, die nach St. André am Zicksee gekommen sind und wirklich überaus freundlich von der Bevölkerung aufgenommen wurden. Der Plan war das erste griechisch-orthodoxe Kloster in Österreich. Und dann auf einmal gab es Gegenwind. Viele Leute wollten es nicht mehr. Man kann wirklich nur hoffen, dass dieses Projekt zustande kommt. Seine Heiligkeit, Papst Franziskus, hat übrigens die St. Andrea persönlich angeschrieben. Ein Dankeschön für dieses Miteinander. Ein schönes Zeichen. Es war ein Fest der Begegnung, die griechisch-orthodoxe Wasserweihe mit römisch-katholischer Beteiligung in St. André am Zicksee. Und die Bevölkerung ließ es sich nicht nehmen, an der Zeremonie zur Erinnerung an die Taufe Jesu teilzunehmen. Durchaus mit Symbolcharakter, denn Mitglieder der orthodoxen Glaubensgemeinschaft haben ihr professorisches Heim im Ort bezogen und haben sich mittlerweile auch schon eingelebt. Wir haben eine neue Heimat gefunden, also auch von unserer Seite her ist es so, dass wir uns schon dazugehörig fühlen und wirklich auch mit einem Großteil guten Kontakt haben oder zumindest freundlichen Kontakt haben. Doch nicht alle im Ort sind den Mönchen wohlgesonnen. Und Auslöser dafür ist ein knapp 8 Hektar großes Grundstück, auf dem ein griechisch-orthodoxes Kloster entstehen soll. Im Zuge einer Bürgerbefragung sprach sich zwar eine knappe Mehrheit für das Kloster aus, doch die Gegner wollen den Bau nun mittels Volksabstimmung verhindern. Es ist in unmittelbarer Nähe zu dem Wohngebiet hier, wie man sieht. Die Dimension, die Größe, das Verkehrsaufkommen, das zu erwarten ist, die Besucher oder die Pilger oder die Gläubigen, die Anlage besuchen werden, ist sicher mit Lärmbelästigung, Verkehrsaufkommen, also unsere Ruhe wird sicher beeinträchtigt werden. Völlig unverständlich, sagen die Freunde des Klosters Maria Schutz, die den geplanten Bau als Begegnungsstätte sehen, als einmalige Chance auf eine längst notwendige Annäherung zwischen den Religionen. Es ist für St. André ganz bestimmt eine sehr große Chance, in dieser Annäherung zu einer Art Symbol zu werden. Also nicht nur für die engere Umgebung, sondern ich sehe das sogar weltweit, weil wirklich weltweit die Bestrebungen da sind, aufeinander zuzugehen. Weitere Projektgegner wollten sich vor laufender Kamera nicht äußern. Befürworter schon. Ich bin voll dafür, von Anfang an. Ich war die Erste eigentlich, die den Abt eingeladen hat, also zu einem Nachmittag mit älteren Menschen. Also ich muss sagen, die St. Andrea Jugend ist sehr positiv eingestellt. Sie sind recht freundlich, wir sind jetzt schon öfters draußen bei ihnen im Kloster gewesen. Es gibt keine Nachteile. Ja, mir ist die Meinung, dass sie es doch bauen sollten. Der Platz ist schön und Pitschern muss so sein. Das orthodoxe Kloster in St. André wäre das erste in Österreich. Doch es bleibt weiter spannend. Die für eine Volksabstimmung notwendigen Unterschriften wurden übertroffen und mit Stichtag 23. Jänner abgegeben. Alles Weitere liegt nun beim Gemeinderat. Nach dem Burgenland lade ich Sie jetzt in die Werbung ein, meine Damen und Herren.